Oh, warum trägt der Hund denn ein Kleid? Wow, das ist gar kein Hund. Oh, sieh dir das an, Bella. Also, ich glaube, ich brauche eine große Veränderung. Und ich will meine Haare abschneiden. Oh, du willst das machen? Ich hoffe, du kannst das. Ich wusste nicht, dass du weißt, wie man Haare schneidet. Du weißt, was du tust, ja? Definitiv. Das ist eine schrecklich große Schere. Vielleicht habe ich das nicht durchdacht. Oh Gott, soll ich das wirklich tun? Niki, nee. Tu's nicht. Mein Haar ist zu schön. Ich kann das nicht. Ich schätze, wir werden es nie erfahren. Wirklich schade. Du würdest mit kurzen Haaren süß aussehen. Ich werde dir eine kleine Vorschau geben. Nimm diese untersten Strähnen und flechte sie. Bis ganz nach unten. Dann binde sie mit einem kleinen Haargummi zusammen. Nimm die Haare, die du beiseite gelegt hast, und binde sie locker mit einem Gummi zusammen. Ungefähr die Hälfte des Haares ist gut. Nimm den Zopf und wickle ihn um den Gummi. Benutze eine Haarnadel, um alles zu fixieren. Okay, vielleicht zwei für diese dicken Haare. Dreh es so um und schon hast du einen süßen Bob. Ich mache ein Foto für dich, damit du es sehen kannst. Oh, du wirst sterben, wenn du es siehst. Schau mal. Wow, ich kann gar nicht glauben, dass du nichts abgeschnitten hast. Oh, das ist so schön. Ich sehe ziemlich gut aus mit dieser Frisur. Ich werde damit einen Testtag machen. Oder zumindest eine gute Selfie-Session haben. Ich habe noch zu tun. Bis später. Tschüss, Bella. Jeden Tag machen sich Millionen von uns auf der ganzen Welt die Haare. Das sollte eigentlich kein Problem sein, aber trotzdem wird daraus manchmal eine Katastrophe. Entspann dich, denn wir haben ein paar Haarhacks, um deine widerspenstigen Haare zu zähmen. Es ist Samstag, was nur eins bedeuten kann. Putztag. Diese Kissen müssen ausgeschüttelt werden. Oh, ich frag mich, wo all der Staub herkommt. Ah, Vicky. Oh, ich würde um nichts in der Welt ihre Party verpassen. Ah, ich sehe aus wie ein Tornado in Menschengestalt. Was würde ich für einen Bereitschaftsfriseur tun? Ich wünschte, ich könnte eine süße Frisur für die Party haben. Und ich glaube, ich kann es wahr werden lassen. Lass uns mit der Haarparty anfangen. Ups, nicht zu viel Wasser. Jetzt nutze deine Magie-Bademantelgürtel. Fang mit deinem Haargummi auf einer Seite an. Dann drehe dein Haar auf der anderen Seite ein. Immer weiter bis ganz nach unten. Wenn du unten bist, dann wickle es hoch zu einer Spirale. Der hängende Stoff hält alles an seinem Platz. Sieht aus wie zwei kleine Zimtbrötchen. Während du wartest, kannst du genauso gut fertig putzen. Oh, dieses Putzen macht mich ganz schön fertig. Sieht aus, als ob meine Haare schon trocken sind. Mal sehen, ob der Trick funktioniert hat. Fast geschafft. Ohne irgendwelche heißen Werkzeuge hat Bella ganz nebenbei perfekte Wellen bekommen. Sind die nicht fabelhaft? Warte, bis ich zur Party komme. Und vergiss das Outfit nicht. Ja und ja. Oh, mal habe ich gut geschlafen. Ach, was zum Teufel ist denn hier los? Ich sehe aus wie Chewbaccas Cousine oder so. Naja, aber nichts, was ich nicht mit Kämmen beheben könnte. Au! Oh Mann, die Knoten sind ziemlich schlimm.
Oh, ich komme durch. Na, die Haare sehen schon besser aus. Ja, das wird eine Minute dauern. Bist du das, Sophia? Lana, es ist Zeit zu gehen. Ja, ich mache nur noch meine Haare fertig, okay? Das Haar zu bürsten ist eine ernste Angelegenheit. Ich brauche noch ein paar Minuten oder so. Oh, was für ein Tag. Bin ich froh, zu Hause zu sein. Sophia? Ah, meine Güte, Lana. Was ist denn los mit ihr? Sie muss wirklich akzeptieren, dass wir alle altern. Diese Zöpfe sind perfekt. Wo sind denn meine Haargummis? Ich hätte schwören können, dass sie hier drin sind. Och, nichts von dem hier wird funktionieren. Ich will meine süßen Zöpfe binden. Ah, ich weiß. Hier unten liegen immer ein oder zwei Gummis. Ja. Oh, ja, der wird es nicht mehr lange machen. Warum? Ja, vergiss es einfach. Ich werde für immer langweiliges Haar haben. Ich kann nicht glauben, dass Alex mir Blumen mitgebracht hat. Ah, die sind hübsch, oder? Hey, warum weinst du denn? Ach, das wird schon wieder. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Ah, dieses Band. Damit kannst du dir toll die Haare binden. Und das ist viel hübscher als ein Haargummi. Ich zeig's dir. Nimm einfach zwei Strähnen aus der Nähe deines Gesichts und binde sie so nach hinten. Jetzt machst du einen Knoten. Dann nimm zwei weitere Stränge und binde sie wieder. Benutze das Band für einen weiteren Knoten. Aber mach noch keine Schleife, wir sind noch nicht fertig. Wiederhole das Muster noch einmal. Ja, mach einen weiteren Knoten. Und dann machst du eine Schleife. So. Oh, das sieht doch echt hübsch aus. Mach ein Foto, damit ich es sehen kann. Siehst du, lange Haare haben definitiv ihre Vorteile. Schau es dir an. Oh, das ist toll, Sophia. Hast du schon mal einen Snack genossen, als du plötzlich mit purer Schönheit konfrontiert wurdest? Mann, sieh dir all die wunderschönen Farben an. Das ist ja toll. Wo hast du deine Haare so machen lassen, Lana? Oh, das muss ich wissen. Wer braucht schon einen Friseur, wenn man etwas blauen Lidschattengriff bereit hat? Nimm einfach den Lidschatten und reibe ihn direkt auf dein Haar, so wie hier zu sehen ist. Wow, ich kann nicht glauben, wie einfach das war. Ich liebe deinen Style, Mädchen. Was soll ich sagen? Ich bin ziemlich großartig. Hast du dich jemals gefragt, wie deine Haare mit süßen Korkenzieherlocken aussehen würden? Och, wie können meine Haare nur so aussehen? Okay, es gibt keine bessere Zeit als diese, um diesen Look zu probieren. Ich werde einfach dieses Glätteisen nehmen und es drehen. Oh, das hat nicht funktioniert. Oh je. Okay, ich werde den Spiegel mit dir teilen, wenn es dir nichts ausmacht. Hey, denkst du, du kannst mir diesen Kajal kurz ausleihen? Lockiges Haar, hier komme ich. Wickle einfach eine einzelne Strähne um einen dünnen Stift wie diesen. Drücke dann mit deiner freien Hand das Glätteisen über die Haare, die um den Stift gewickelt sind. Beeindruckend! Sieh dir das an! Eine echte Locke! Bald kannst du deinen ganzen Kopf damit bedecken. Mensch, die Haare stehen dir gut, Sophia! Oh, und hier ist dein Stift zurück, Lana. Wow! Sophia, du hast deine Haare genauso hinbekommen wie auf dem Bild! Und jetzt ist es erstmal Zeit für ein Selfie! Wow, hast du in der letzten Zeit mal in den Spiegel geschaut, Lana? Ach, sieht so aus, als wäre jemand Opfer eines ernsthaften Bad Hair Days geworden. Aber keine Sorge, dieses kluge Mädchen hat eine noch klügere Lösung. Wusstet ihr, dass ihr lästige, abstehende Haare zähmen könnt, indem ihr Haarspray auf eine Zahnbürste auftragt? Ja, ein paar Mal damit durchgebürstet und eure Haare verwandeln sich in Sekunden von schlecht zu fabelhaft. Ein anderer Tag, eine andere Unterrichtsstunde, habe ich recht? Ja, wenn nur ich das, oder sehen diese beiden Rucksäcke genau gleich aus? Mann, den hätte ich aber nicht gekauft, wenn ich gewusst hätte, dass alle anderen in der Schule ihn auch haben. Ein blöder Rucksack. Oh oh, sieht so aus, als würden diese Mädels auch im exakt gleichen Bürobedarfsgeschäft einkaufen. Ja, man sagt, Nachahmung sei die aufrichtigste Form der Schmeichelei. Hast du nicht gemerkt, dass ich meine Haare im gleichen Stil wie deine gestylt habe? Es reicht, das lasse ich mir nicht mehr gefallen.
Ich kann vielleicht keinen neuen Rucksack kaufen, aber ich kann meine Haare ändern. Zumindest für heute. Wenn ihr einen Pferdeschwanz habt, nehmt kleine Strähnen und wickelt sie um euren Lockenstab. Haltet es nur ungefähr 10 Sekunden lang. Schon bald werdet ihr wunderschöne Locken haben. Das ist doch mal ein schnelles Umstyling. Ja, Lana, du siehst toll aus und völlig anders als vorher. Okay, versuchen wir es nochmal. Wow, deine Haare sehen wunderschön aus. Wie hast du das denn so schnell gemacht? Ach, weißt du, nur eine kleine Locke hier und eine kleine Locke da. Jedes kluge Mädel weiß, dass ein schneller Haarwechsel dazu führen kann, dass man sich wie eine ganz neue Frau fühlt.